Lose, möchte jemand lose, möchte jemand ein Los ziehen? Ach, hallo George, möchtest du ein Los ziehen? Ja, warum nicht, warum nicht? Aha, okay. Ein Zugticket. Ja, cool. Und was ist das für ein Zug? Das ist der Zug des Lebens, der dich dorthin führt, wo Gott dich gebrauchen möchte. Aha. Und was mache ich jetzt? Jetzt bist du am Zug. Ah, okay, da muss ich erstmal eine Nacht noch drüber schlafen. Macht es. Lose, möchte von euch da jemand lose? Ich sehe euch so schlecht, ich komme mal runter. Okay, Gott, was willst du mir mit diesem Zugticket sagen? Zeig's mir doch in dieser Nacht. Es klingt zwar forsch, aber so bin ich eben, dein George. Was ist mit meinen Lebensplänen? Ich habe mir schon so viele gute Gedanken gemacht. Puh, geht das überhaupt so? Was ist denn das da für ein Zug? Was? Ist das mein Zug? Oh, hi George, willst du einsteigen? Wenn das der Zug ist, der mich zum Vergnügungspark fährt, dann ja, aber wir müssen echt bald los, weil ich habe echt keine Zeit. Ich muss doch zur Uni, dann zum Jobcenter, dann zum Standesamt und irgendwann auch noch zum Kindergarten. Aber so ein paar Stationen vor Altersheim habe ich dann noch frei. Moment, George, also wenn du in diesen Zug einsteigst, dann bestimmt der Lokführer die Haltestelle und das Ziel deines Lebens. Hab einfach Vertrauen. Nee, meine Pläne kann ich jetzt noch nicht alle über Bord werfen. Oh, und was alles auf mich wartet. Es kann doch so viel passieren. Die ganzen Gefahren. Wenn ich jetzt in diesen Zug einsteige und irgendwo im Busch rauskomme, was ist denn dann? Das Essen könnte mir nicht schmecken. Aber ich kenne doch die Sprache auch überhaupt nicht. Ich kenne das Land nicht. Ich kann mich überhaupt nicht mit den Leuten unterhalten. Das ist doch sicherlich voll einsam, oder? Und wenn ich die Arbeit da überhaupt nicht machen kann, wenn das überhaupt nicht Gottes Plan ist mit meinem Leben, wenn das alles nur meine eigenen Gedanken sind und ich mich irgendwie groß machen möchte. Nee, ich kann das nicht. Oh, okay. Wenn ich gehen sollte, dann kann ich ja nicht mein ganzes Hab und Gut hier lassen. Also, ich müsste mir eine ganze Liste schreiben, die wird ziemlich lang. Denk mal nach. Also, was brauche ich denn? Ich brauche auf jeden Fall mein Geldbeutel. Check. Und meine Hausschlüssel. Check. Eine Küchenmaschine ist auch ganz hilfreich. Check. Ah, und natürlich Klamotten für jeden Anlass. Und vor allem meine Unterbuchsen. Check. Und ja, zur Zeit, ja, Klopapier. Check. Ach, was soll's, ich nehme gleich noch eine Klobürste mit. Check. Ach, und im Fall der Fälle noch eine Hochzeitstorte. Check. Ah ja, und falls ich mal knapp bei Kasse sein sollte, ja, vielleicht noch den Familienschmuck. Check. Naja, ist eine ziemlich lange Liste. Mal schauen, ob ich das alles mitkriege. Puh. So, dann wollen wir mal. Hilfe neu. George, was hast denn du alles mit? So kommst du aber nicht rein. Doch, doch, das ich nee, muss nur richtig. Komm, lass, stopp. Du machst noch alles hier kaputt. Das wird nichts. Also, wenn du in diesen Zug einsteigen möchtest, dann musst du lernen, deinen Besitz loszulassen. Du kannst ihn mir geben und dann einsteigen. Nee, meinen Besitz kann ich dir jetzt nicht einfach so geben. Schade. Oh, und meine Familie. Oh, die wird mich doch niemals gehen lassen. Und ich würde sie auch ziemlich stark vermissen. Eieieiei. So, Mama, Papa und Omi. Ich muss dann echt los, das ist mein Zug. Ich muss jetzt einsteigen.
Schorsch, das kannst du nicht machen. Du bist unser einziger Sohn, ja? Also, du musst die Firma übernehmen und du kannst schon nicht dem Märchenbuch der Glaube schenken. Du, sag mal, Heinz, jetzt sag du auch mal etwas. Also, jetzt höre mal. Du kannst mir doch mit deiner Mutter hier allein lassen. Heinz, also! Und du weißt doch auch nicht, wie lange ich noch auf der Welt bin. Kann sein, dass du meine letzte Zeit hier verpasst. Und du willst einfach gehen hier. Ja, ich muss jetzt echt... Ich kenne dich vom Mutterleibe an und weiß um deine Sorgen und Gedanken. Aber meine Gedanken sind höher als deine. Denn ich weiß, was für Gedanken ich habe über dich. Gedanken des Friedens und nicht des Leides. Ich will dir Hoffnung und Zukunft geben. Ich, der Herr, dein Gott, bin mit dir. Sei unerschrocken und unverzagt. Ich mache dich stark. Ich sorge für dich. Dir ist alles möglich, wenn du glaubst. Darum gehe hin und mache zu Jüngern alle Völker, damit sie mir begegnen. Schorsch, mein Sohn, du bist mein geliebtes Kind. Okay, Jesus, wenn es so ist, dann gehe ich jetzt. Ich bin bereit. Ich gehe mit dir bis ans Ende der Welt. Ich steige jetzt in diesen Zug ein. Auf geht's. Bitte steigen Sie ein. Vorsicht, wow, hier sind auch noch viele andere. Guten Abend, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen im Zug des Lebens. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Fahrt. Die Fahrscheine bitte nach Peru. Ah, nach Russland, in die Schweiz. Meine Damen und Herren, in Kürze erreichen wir Weiler Industriegebiet. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Vielen Dank für Ihre Reise mit dem Jesus Christus Express und auf Wiedersehen. Oh, Schorsch, das ist schon deine Haltestelle. Was? Aber hier arbeite ich doch. Gott möchte, dass du hier auf deiner Arbeit dienst, dass du deinen Kollegen von ihm weitererzählst. Und jetzt aufkommen. Los geht's. Okay, okay, wenn das so ist, auf geht's, ich bin bereit. Mit Gott! Sind alle da, ne?